Der Trauergang ist eine Andacht, die wir zusammen feiern hier in der Berger Kirche in der Düsseldorfer Altstadt und in der wir besonders an die Menschen denken, die ihren Lebensmittelpunkt auf der Straße haben und verstorben sind. Und wir erinnern an sie und wir trauern um sie und wir nennen ihre Namen und wir sind zusammen und trösten uns gegenseitig. Den Trauergang gibt es so in dieser Form, wie wir ihn jetzt zelebrieren, seit 4 Jahren, 4,5 Jahren ungefähr. In den letzten 2 Jahren konnte er jetzt nicht stattfinden, deswegen waren es so viele Menschen, von denen wir uns heute verabschiedet haben. Und wir haben ihn initiiert, weil das auch für uns als ArbeiterInnen in dem Kontext wichtig war, uns verabschieden zu können. Und wir ganz oft nicht an Beerdigungen teilnehmen können, weil das Ordnungsamt die Menschen bestattet, wir das Datum oder den Ort gar nicht richtig erfahren können. Oder wenn Angehörige Bestattung übernehmen, die nicht möchten, dass wir oder Leute aus der Szene daran teilnehmen. Und wenn ich von der Szene spreche, dann rede ich von dem Menschen, die ihren Lebensmittelpunkt auf der Straße haben, vorrangig. Das heißt, die Menschen, die hier sich vorrangig aufhalten, die hier ihre Freunde haben, die zentrale Orte aufsuchen in der Altstadt, die mehr am Rande der Gesellschaft gedrückt sind und in monetär schwächeren Situationen leben müssen, das oder mit einer Suchterkrankung umgehen müssen. Das alles sind die Menschen aus dieser Szene. Also ich finde es wichtig, dass wir als Seelsorgerinnen und Seelsorger auch an die Plätze gehen, wo sonst wenige Menschen hinschauen. Und das ist natürlich auf jeden Fall so in der Arbeit mit wohnungslosen Menschen. Und dass wir natürlich für sie sorgen im Hinblick auf Beratung und im Hinblick auf auch Unterstützung und das Nötigste haben, Kleidung, Essen, Trinken, aber auch im Hinblick auf die Seelsorge dieser Menschen. Und für mich ist das einfach ein zentrales Arbeitsfeld, auch in der Seelsorge mitten in der Stadt. Es ist einfach sehr wichtig, so für alle Beteiligten noch immer wieder. Und auch, glaube ich, als Spiegel für die Menschen, die in dieser Szene noch leben, zu wissen, es wird an sie gedacht, selbst wenn es für sie mal soweit wäre.